Ja, so gut wie gar nicht. Also wirklich gar nicht. Und ja, wie gesagt, deshalb finde ich es eher gesagt schade, dass manche Leute in YouTube dann immer über YouTuber dann halt so komisch urteilen. Und naja, wie gesagt, ich finde das echt schade manchmal, dass dann die Leute sich extra so Maul zerreißen, von wegen einfach nur schreiben, ja, du bist scheiße. Ja, wieso bist du denn scheiße, so gesehen? Das fragt man sich ja dann auch manchmal. Aber wie gesagt, die manchen Leute wollen. Was auch immer ich da jetzt schon wieder hergezaubert habe, ich weiß es nicht. Aber die manchen Leute, wie gesagt, die beurteilen dann einfach immer zu falsch. Und naja, wie gesagt, das ist die heutige Gesellschaft. Urteilen, ohne irgendjemanden zu kennen, das können sie alle. Online können sie das Maul aufreißen, wie sie wollen. Und im Real Life haben sie so eine kleine Fresse. Und ja, wie gesagt, so sind die meisten Leute drauf. Ich denke mal, das kennt ihr sicherlich auch. Und wie gesagt, ich finde es ehrlich gesagt schade. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich schade, dass es heute wirklich so geworden ist. Wie gesagt, daran kann man nichts ändern. Es ist einfach so. Und naja, das muss man einfach so hinnehmen. Oh Mann, ich übe schon wieder Kritik an der Gesellschaft. Das geht mal gar nicht hier, was ich schon wieder bringe. Mann, Mann, Mann. Ich sollte echt irgendwie Psychologe oder so werden oder was weiß ich was. Aber es guckt ja eh keiner hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Außer so zwei, drei Leute. Aber naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, vielleicht kennt ihr das ja auch selber, dass man halt über manche Leute dann auch erst urteilt, wenn, ja, wenn man die dann halt, beziehungsweise normalerweise urteilt wirklich man, Alter, mein Deutsch geht mal gerade gar nicht. Normalerweise urteilt man über Leute erst, wenn man sie halt persönlich kennt. Und das tue ich auch so. Ich hasse auch niemanden ohne Grund, nur weil er, was weiß ich was, eine komische Stimme hat. Und da sage ich jetzt einfach so, ich hasse dich. Nee, so ist es natürlich nicht. Und ich hoffe mal, dass es bei den meisten Leuten auch nicht so ist. Weil wenn, dann seid ihr wirklich arm. Um das jetzt mal so zu sagen, sorry, das ist meine eigene Meinung. Dann seid ihr wirklich nur arm. Um das jetzt mal so auszudrücken. Und was? Ich habe jetzt schon echt 64 Zaun verbraten. Hallo. Wie viel Holz muss ich denn noch abschlagen? Egal, wie gesagt, dann seid ihr jetzt wirklich richtig arm, wenn ihr echt über Leute urteilt, die ihr noch niemals persönlich kennt. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich schade, dass es wirklich solche Leute gibt. Aber naja, wie gesagt, man kann da eh nichts gegen machen. Und naja. So, jetzt habe ich echt zu viel über Leute geurteilt und die Musik ist auch, glaube ich, viel zu leise, kann das sein? So, wahrscheinlich ist die Musik jetzt wieder viel zu laut. Ah, jetzt habe ich aus Versehen Fraps hier angemacht. So. Ich glaube, die Musik ist jetzt gerade auch viel zu laut, aber es ist mir gerade so egal. Dann hört ihr eben nur die Musik und mich nicht. So, okay, jetzt habe ich wieder rumgeschrien, Alter. Was könnte ich denn hier eigentlich jetzt machen? Okay, drei Zaun haben wir noch. Ich denke mal, ich muss jetzt eigentlich. Boah, jetzt die Musik, glaube ich, wieder viel zu laut, ne? Alter Vater, ey, Mann. Egal, lassen wir das. Okay, ich glaube, ich muss jetzt gleich wieder Baumfällen gehen, um das Gehege hier komplett fertig zu machen. Es wird auch ein bisschen eckig. Habe ich hier keine Tür oder so eingebaut? Ich glaube, jetzt mache ich das auch mal hier. Da, hier. So, Kies habe ich jetzt nicht zufällig dabei, oder? Nee. Aber egal, ich kann ja schon mal ganz episch hier den Weg machen. So. Und dann kommt hier, denke ich mal, eine Treppe hin. So, und dann kommt hier der Eingang hin und es wird schon wieder dunkel. Alter Vater, ey, das geht mal gar nicht. Oh, und draußen ist es echt hell. Mann, ich nehme auch endlich mal zu einer geraumen normalen Zeit auf, um 16:25 Uhr. Ja, das geht mal ehrlich gesagt gar nicht. Und hier könnte ich dann theoretisch eigentlich auch so einen Weg hinmachen, ne? Mache ich jetzt einfach mal ganz spontan hier, so spontan wie ich ja immer bin. Mann. So. Mann, ich sollte echt Vlogs machen oder so, oder Blogs oder Vlogs oder wie es auch immer heißt. Da könnte ich echt wirklich Kritik an der Gesellschaft üben. Mann. Das sollte ich echt mal machen. So, jetzt mache ich das hier auch mal so weg. Ich weiß, es sieht dann kacke aus, aber es sieht einfach besser mit dem Weg hier aus. So, und ich denke mal, ich lege mich jetzt auch erstmal wieder schlafen. Habe ich überhaupt die Monster an? Ja, ich spiele immer noch auf schwer. Ich habe mich gewundert, weil hier niemand ist. Und ja, ich soll mir endlich mal einen Ozelot fangen, hat irgendwer gesagt in den Kommentaren. Ich weiß jetzt gerade, Kommunikon oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen, boah, Hixer, ausspricht. Aber das sollte ich dann vielleicht auch mal machen, mir eine Angel bauen. Warte mal. Ich glaube, ich weiß auch, wie man gerade eine Angel baut. Ich habe gerade ehrlich gesagt keinen Plan. Sorry, dass wir jetzt schon wieder irgendwie was anderes machen. Aber irgendwie. Warte mal, haben wir Feen? Ja, 15 Stück. Boah, Alter, diese Maus, ne? Diese Maus, ey, die fuckt so ab. Okay, Feen. Wie macht man denn eine Angel? Ich glaube, das ging so, ne? Stickies sind hier. Okay, so ging auf jeden Fall keine Angel. Ging die dann so? Fuck, wie ging denn eine Angel? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Wie zur Hölle gegen eine Angel? Die geht doch normalerweise so, oder? Oder nicht? Kurzen Moment mal. Ich drück mal hier eben auf Pause und guck mal eben bei der Wiki nach. Sorry, dass ich jetzt gerade mache. Wiki, Minecraft,
Aber ich habe jetzt gerade echt keinen Plan, wie ich hier eine Angel baue. Das geht doch mal gar nicht hier. Okay, Crafting-Rezepte. So, jetzt kann ich jetzt mal wieder runterscrollen, wie man hier irgendwie was macht. Nein, da ist es nicht. Okay, Werkzeuge. Dann hoffe ich mal, dass es da... Ach, so geht eine Angel, Alter. Das hättest du mir auch mal sagen können, ey. Ganz im Ernst hier. So, jetzt komm hier. Sammeln wir mal wieder ein. Boah, Alter, diese Maus, ne? Alter, wie ging das jetzt nochmal? Ach, genau so. Alter, ey, das ist... So geht doch keine Angel niemals, ey. Mann, hallo. So, jetzt habe ich endlich mal eine Angel. Boah, diese Maus, ne? Die hakt auch manchmal so komisch. Ich habe keinen Plan, was ich mit dieser Maus hier falsch mache. Aber naja, so, jetzt haben wir hier eine Angel. Und ich denke mal, jetzt werde ich erstmal ein paar Fische fangen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wie man Fische fängt. Okay, so macht man das schon mal nicht. So. Wie sieht man jetzt, wenn man was fängt? Habe ich jetzt einen Fisch? Nein, warte mal, ich tue mal den Ofen hier raus. Achso, ich muss nur einmal drücken, achso. Okay. Oh, ich hab... Ein Fisch! Geil, ich hab einen Fisch! Ich hab einen Fisch, ich hab einen Fisch! Oh, ist doch gar nicht mal so schwer. Dum, dum, dum. Okay. Muss das dann so nach unten wackeln? Ach, ich verstehe endlich mal, wie man angelt nach 2 Jahren Minecraft. Jetzt immer noch nicht. Okay, blub. Okay. Ja, irgendwie bewegt sich das die ganze Zeit und ich hab irgendwie... Weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie, ne? Komm! Fisch! Beiß an! Na los, bitte, na komm, beiß an, beiß an, beiß an, beiß an, beiß an! Ich finde Angeln auch ist so ein langweiliger Sport, ganz im Ernst. Ich frage mich echt Leute, wie sich die da echt hinstellen können und irgendwie 2 Stunden eine Angel haben können. Ach, eine Angel haben können, halt angeln können, ohne dass irgendwie was anbeißt. Mann, ey, das könnte ich ehrlich gesagt nie, das ist viel zu langweilig, dieser Sport. Ich sollte echt Angler werden. Und das dann Let's Playen, so gleichzeitig Filmen und Let's Playen und so eine Spannungskurve draus machen. Ist das der Wind, der die Angel so bewegt, oder was ist das? Ja, jetzt kommen. Ich brauche 5 Fische ungefähr. Kannst du mal schneller machen, oder? Bitte. Ja. Nein! Aber wieso habe ich jetzt keinen Fisch gefangen? Hallo! Boah, ich sollte mal Minecraft mit Facecam spielen, ey, ganz im Ernst. Da seht ihr eigentlich meine Fratzen, wie ich die immer verschiebe. Und so ganz epische Töne aus meinem Mund rausbringe, ey, das geht mal gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich hoffe mal echt, dass ich jetzt nicht zu viel aufnehme, weil zur 50. Folge, wie gesagt, wollte ich dieses Special machen. Also so ein kleines Special, ich mache ja normalerweise keine Specials so. Genauso wie Abo-Specials, wurde ja auch schon 1000 Mal gesagt, von wegen, in den Privatnachrichten geschrieben, was weiß ich was alles. Wieso zur Hölle mache ich denn zum Beispiel kein 50-Abo-Special? Wieso habe ich kein 100-Abo-Special gemacht? Wieso habe ich kein 150-Abo-Special gemacht? Wir haben einen Fisch. Einfach aus dem Grund, weil ich Abo-Specials irgendwie ziemlich, ja klar, ist ein kleines Special für Abonnenten und so, um mich zu bedanken und so, aber wozu zur Hölle brauche ich ein Abo-Special? Soll ich mich feiern, dass ich so viele Abonnenten habe? Oder feiere ich im gewissen Sinne die Abonnenten, die mich abonniert haben? Weil im gewissen Sinne von den 100, ich weiß gar nicht, 190 Abonnenten habe ich jetzt gerade oder so, keine Ahnung. Mich interessieren die Abozahlen eigentlich auch nicht sowas. Eher interessieren mich so die Viewzahlen, wie viele Leute halt mein Video schauen. Ja, weil so gesehen von den 196 sind das, glaube ich, momentan. Ich glaube, wir haben heute den 7. oder keine Ahnung, ist mir auch egal. Sind eh ungefähr die Hälfte mindestens tot. Weil, was weiß ich was, die haben einen abonniert, gucken ja ein Video und ja, sind dann tot oder so, keine Ahnung. Und so gesehen sind es dann eh nur noch 100 Abos, die man in Wirklichkeit hat. Und wozu muss ich dann Abo-Special machen? Wozu? Ich frag mich das. Ist zwar klar, es bekommt man mehr Klicks drauf, toll. Aber so klickgeil bin ich nun auch wieder nicht. Es interessiert mich ehrlich gesagt nur die Abos, die auch meine Videos auch wirklich schauen. Ist zwar eine schöne Zahl im Kanal. Und da sieht man auch, oh, der YouTuber ist richtig fame, wenn er dann 200 Abos hat. Im Gegensatz zu einem YouTuber, der 50 Abos hat, aber doppelt so viele Klicks wie einen hat. Wie gesagt, auf Abos achten die meisten einfach. Und ja, wie gesagt, wie die Nini das auch immer so schön sagt, ich bin so eine kleine Fame-Hure, natürlich bin ich das. Aber naja, wie gesagt, Abo-Specials, das kann ich machen, wenn ich 1000 Abos habe, aber 5000 oder so. Wenn das dann wahrscheinlich in 350 Jahren, oder weiß ich, was dann irgendwann mal ist, wenn ich dann mal endlich mal, oh, noch ein Fisch. Wenn ich das dann endlich mal in 2, 3, 4 Jahren dann endlich mal habe, 1000 Abos oder so. Dann kann ich auch mal zu den 1000 Abos, wie gesagt, ein Special machen. Nur was soll ich dann bei den Specials?